Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir haben Samstag und es werden wieder viele Menschen auf die Straßen gehen. Und das ist genau richtig so. Geh auf die Straße, geh friedlich auf die Straße. Nämlich immer mehr haben es begriffen, dass es wichtig ist, ihr Gesicht und ihr Selbst zu zeigen, nach außen zu zeigen und vielleicht auch ihr neues Selbst außen zu zeigen. Ich möchte dir sagen, dass ich diese Phase der Transformation seit gut 10 Jahren durchschreite. Und extrem wurde ich vor 5,5 Jahren in diesen Modus reingepresst, um diese Transformation zu machen. Und das ging sehr, sehr schnell bei mir, aber auch sehr, sehr schmerzhaft. Und genau diese Schmerzen sehen wir jetzt auch im Außen und viele wehren sich noch dagegen. Die Transformation findet statt in dem Bereich, in dem wir erkennen, dass wir aus der Kraft unseres Herzens schöpfen und daraus was Neues zeigen, was Neues geben. Und letztendlich ist die neue Erde schon da. Und das habe ich in meinem letzten Zwischenimpuls zum Geburtstag der heiligen Corona schon gesagt. Die neue Erde ist da. Jetzt gilt es, sie zu leben. Und viele von uns tun das schon, ob bewusst oder unbewusst. Aber es ist da, weil einfach mehr Menschlichkeit da ist, mehr Frieden. Es wird erkannt, dass es ein Miteinander gibt, ein großes Ganze. Und an diesem großen Ganzen dürfen wir weiter arbeiten und weiter erschaffen. Und selbst wenn dein Unternehmen, in dem du angestellt bist, oder dein eigenes Unternehmen, deine Selbstständigkeit vermeintlich zusammenbricht, gibt es 100.000 Möglichkeiten, sich neu zu entfalten. Und ich möchte dir von einer wunderschönen Begegnung gestern erzählen. Und zwar gibt es hier einen Biobauernhof. Jetzt wirst du sagen, okay, Biobauernhöfe gab es schon immer. Nee, es ist ein Biobauernhof der neuen Art. Weil diese Menschen, die da arbeiten, beziehungsweise es ist eine Familie, die diesen Biobauernhof betreibt, hat in ihrem vorigen Leben, in dem ersten Teil dieses Lebens, einen normalen Bauernhof, einen normalen Obst- und Gemüseanbau betrieben mit Pestiziden, mit Schadstoffen und so weiter. Und sie haben dann irgendwann umgestellt. Die Tochter ist, glaube ich, Journalistin, ich weiß es nicht genau, hat ebenfalls erkannt, dass das ein Projekt der Zukunft ist. Sie fangen an zu destillieren, Öle herzustellen, Pasten herzustellen, Cremes, Seifen und natürlich auch verschiedene Nahrungsmittel. Sie machen Gemüse ein und Obst und was auch immer. Es ist so schön präsentiert, als wenn du in einem hochexklusiven Designerladen einkaufst. Und das meine ich. Verbinde diese 3D-Ebene des Höher, Schneller, Weiters, das, was dir lieb gewonnen ist, was dir am Herzen liegt, mit dem Neuen. Und ich bin mir sicher, dass diese Menschen immer mehr werden und immer mehr angereichert werden, nämlich mit durch Menschen, die das erkennen und die das fördern. Und deshalb fordere ich dich auf, das kannst du dir natürlich überlegen, ob es für dich stimmig ist, dass du ab jetzt häufiger regional einkaufst, in kleinen Geschäften einkaufst und auch deine Kleidung eher in regionalen, kleineren Geschäften einkaufst. Dieses Höher, Schneller, Weiter hat ein Ende. Es ist 3D. Es ist die dritte Dimension. Es geht zur fünften Dimension. Wir dürfen wieder an
in uns selbst einkehren. Und das hat natürlich auch mit unserer Region zu tun. Und wenn wir uns da vermeintlich zusammenziehen, dehnen wir uns aus, weil es geht um das große Ganze. Es geht um die Menschlichkeit, es geht um die Wärme deines Herzens. Und du wirst sehen, dass das eine Riesenwelle ist. Und diese Welle, auf der reiten wir sozusagen momentan. Und deshalb habe ich ja auch angefangen mit meinen Impulsen. Die ersten 8 Impulse sind schon gesendet. Und jetzt kommen die nächsten 8. Und vielleicht hast du gesagt, naja, das weiß ich ja schon alles. Aber die Frage ist, tust du es tagtäglich? Und die nächsten 8 Impulse werden ab Montag laufen. Und da geht es um das große Ganze. Und dann geht es auch schon mehr ins Eingemachte. Aber wichtig ist ja, dass man klein anfängt und bei den Dingen anfängt, die man vielleicht weiß und sie dennoch nicht tagtäglich tut. Freundlich sein und so weiter. Dankbar sein. Ja, in diesem Sinne, ich danke dir, dass du mein Video auch wieder angeschaut hast. Abonniere meinen Kanal. Bis ganz bald. Dein Körper ist viel größer, als du denkst. Entfalte dein wahres Potenzial. Ciao, ciao.